Fest. Ich bin der ehrenamtliche Kulturreferent des Stadtrats und darf Sie zu einer zweiten Premiere eines neuen Formats in Pfaffenhofen begrüßen, der Pfaffenhofen Winterbühne. Letztes Jahr hatte ich das Vergnügen, in der Aula des Schülergymnasiums diese Reihe ankündigen zu dürfen, eröffnen zu dürfen. Damals war es ein Tanztheater, das zu Gast war. Heute werden wir eine literarische Lesung erleben. Und Sie sehen also, wir wechseln sowohl die Genres durch als auch die Veranstaltungsmodelle. Auch dieses Jahr ist die Winterbühne in Pfaffenhofen ein Programm mit ganz verschiedenen Formaten und verschiedenen Orten, an denen Sie es erleben können. Es gibt hier diesen wunderbaren Flyer, den Sie draußen vielleicht schon gesehen haben. Nehmen Sie doch bitte mit. Die Reihe selber beginnt heute Abend, hat Ende Januar den nächsten Termin und endet dann am 14. März. Mit Michael Hatzius, Die Echse und Freunde, ein Comedy-Solo-Show-Programm von ganz außerordentlicher Qualität, das auch schon mit dem Deutschen Kulturpreis ausgezeichnet wurde. Es soll ja in der Kreisstadt über die Jahre hinweg immer was geben und während ja der Kultursommer schon eine Tradition hat, dieses Jahr hatten wir einen großen Kultursommer mit den Paradiesspielen, ist eben auch jetzt im Winter eine Veranstaltungsreihe da, die Winterbühne. Und besonders stolz und froh macht es uns, dass wir sozusagen einen Local Hero präsentieren können. Roland Scherer ist mit Sicherheit den meisten unter Ihnen ein Begriff. Er ist ja vielfältig vernetzt, er hat schon in vielen Orten im Landkreis Pfaffenhofen gelebt. Momentan lebt er in Wolzach, ist Lehrer in Pfaffenhofen, er ist im Kreis direkt aufgewachsen. Also Süden, Mitten und Norden vereinen sich in ihm, fast idealisch, würde ich sagen, hat er den Landkreis durchreist. Er hat über die Ilmquellen geschrieben, Ilm-Tagebücher, eine ganz wunderbare Gedichtsammlung. Und er ist auch, ich weiß nicht, ob du das noch machst, Roland, er ist auch als Klangkünstler aktiv gewesen. Er hat ganz wunderbare kleine Mini-Hörspiele selber produziert, geschrieben und produziert. Und eines davon gewann vor 3 Jahren bei dem regionalen Festival Fiestex 10 den Sonderpreis der Jury, das so ausgesprochen gelungen war. Und damals habe ich ihm als Preis einen Schlüssel überreichen dürfen und gesagt, wenn es mal eine Möglichkeit, eine Idee gibt zu einer Veranstaltung, dann stehen wir hiermit die Möglichkeiten, Räume in der Stadt Pfaffenhofen offen. Und heute ist es soweit, aus Pfaffenhofen zu kommen, dass es die Landeshauptstadt München ist. Knut Kratzen ist da und dieser Mensch stammt aus Kiel ursprünglich und hat sich in Bayern, in München so heimisch gefühlt, dass er dann gleich hier geblieben ist. Und jetzt begleitet er uns Jahr und Tag für Tag und Jahr für Jahr auf Bayern 2 und heute Abend auch hier. Deswegen bitte ich Sie nun um einen herzlichen Begrüßungsapplaus für Roland Scherer und Knut Kratzen. Vielen Dank. Twitter-Wesen des Lehrer-Dichters, aber Roland
Alexander Scherer ist ein solcher und ist er ja nun wahrlich nicht der Einzige, weil ich habe kurz darüber nachgedacht, wie mir so spontan einfällt. In München ist es Albert von Schirnding, der einem einfällt. Unter anderem ja der Lehrer von Reinhard Götz, also ein Lehrer, der nicht nur selbst geschrieben hat, sondern seinerseits auch Autoren auf ihren ersten Schritten begleitet hat, Dann gibt es, wenn man nach Österreich guckt, Alfred Kollerich, der über 30 Jahre Gymnasialleiterlehrer in Graz war. Und wenn man ganz hochgreifen will, letztes Jahr ist in Frankreich ein Buch mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden von einem Menschen, der bis dato im Literaturbetrieb vollkommen unbekannt war, Alexis Genie. Der war Gymnasiallehrer in Lyon und kriegte schlagartig den Vertrag von Gallimard und dann den Prix Goncourt verliehen. Also, Sie sehen, Roland Scherer, es ist alles noch drin. meine erste Frage wäre jetzt ganz einfach mal, wie dieser Roman, haben Sie mir schon im Vorgespräch erzählt, hat ja eine lange Entstehungsgeschichte. Es gab nun mal auch schon vor 9 Jahren im Namen den Pfaffenhofener Kurier eine Lesung von Ihnen aus einem Romanprojekt damals noch. Das war die Vorstufe. Ja, mit einem sehr schönen, startreimenden Arbeitstitel, Tarantino Tamagotchi, ist das Ganze. Das ist dann nicht der Titel des Buches geworden, der Verlag hat das zu sehr eingegrenzt. Was gab damals überhaupt den Anstoß für Sie? Sie stellen sich jetzt erwähnt, Sie haben ja schon Lyrik vorgelegt, bewegen sich in verschiedenen literarischen Genres, diesen Roman zu schreiben. Das ist ein bisschen sowas Enzyklopädisches. Das ist so eine Art kleine Weltkarte oder Europakarte, die da abgesteckt wird. Das ist der Versuch, ja, Europa zu vermessen, in gewisser Weise über das westliche Mitteleuropa zu vermessen und zu verbinden mit hier der kleinen Heimat in Oberbayern. Also es lebt. Die ersten Vorstufen waren sicher Ortsbeschreibungen. Der ganze Text liegt sehr stark von den Orten, die da vorkommen. Und in dem Projekt, jetzt im Gegensatz zu dem, woran ich inzwischen arbeite, waren es zuerst die Orte, die dann eine Handlung gefunden haben, die sie miteinander verbinden. Es ist, um das ganz knapp nur anzudeuten, ja die Geschichte einer Freundschaft, die 1981 in Jugoslawien beginnt und dann bis ins Jahr 2000 reicht, wo sich die beiden dann schon zwischenzeitlich abhanden kommen, dann wieder aufeinandertreffen. Und Sie sagen selbst, Sie sind von Orten ausgegangen, Osteuropa spielt auch eine große Rolle, Kroatien, Südosteuropa, Mitteleuropa, Polen. Das sind alles auch Orte, zu denen Sie persönliche Beziehungen haben. Ja. In welcher Form? Sie haben in Warschau, glaube ich, auch studiert. Ich habe in Warschau studiert, ich habe Polnisch gelernt. Natürlich, wenn meine Frau, die aus Polen ist, das war für mich der erste Impuls, dieses Land kennen und lieben zu lernen, die Sprache zu lernen. Und die Entstehungsgeschichte von dem Buch reicht ja sehr weit zurück, über 10 Jahre. Und das war noch eine Zeit, wo das noch eine Terra Incognita war, wo man vom Ostblock gesprochen hat, vom Eisernen Vorhang. Das spürt man heute nicht mehr so. Erscheint, aber es war diese Erkundung. Ich will mal ganz kurz auf Ihren Lehrerberuf zurückkommen. Es gibt einen Schriftsteller, der selbst nicht Lehrer ist, der ist eigentlich Psychologe im zweiten Beruf, Bodo Kirchhoff, aber der hat mal einen Roman über ein Lehrerkollegium geschrieben, oder beziehungsweise das Drehbuch für einen Film, hat gesagt, die Konferenz und in einem Interview zu diesem Drehbuch hat Bodo Kirchhoff mal gesagt, Lehrer sind häufig Menschen, die es schwer haben, erwachsen zu werden oder ihre eigene Jugend über die Arbeit an der Schule unendlich ausdehnen wollen, die es dort vielleicht auch nachholen wollen, was in der Jugend missglückt ist. Man geht sogar auf die Schule, auf der sie selbst schon Schüler war. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt widersprechen sollte. Kleinziffer sagte, er kapiert es auch nicht. Dreimal habe ich es ihm die Mama erklärt, bei Marmorkuchen nach Oberwald.
Bleiziffer, überhaupt keine Lust auf Marmorkuchen hatte, dann aber doch traurig zwei Stücke aß und noch ein Stück Bienenstich und einen Apfel. Aber kapiert habe er es nicht, nur, dass es dazugehört. Kurz darauf sagte Bleiziffer, viele Kinder hätten einen bestimmten Vater, aber die bräuchten sich gar nichts darauf einzubilden. Seine Mutter habe ihm erklärt, dass er auch einen Vater habe, nur eben irgendeinen, keinen bestimmten, und das sei schon der ganze Unterschied. Der Roggen rauschte leer von einem Windhauch. Die Luftwaffe zog Kondensstreifen am Himmel. Und am Rand des Wäldchens flatterten Vögel auf, die Mäuse fraßen. Wir suchten eine Weile herum, ob Obesch sich nicht noch einmal zeigen würde, oder vielleicht eine andere Maus, oder ein anderes Tier. Doch wir blieben zu zweit im Roggen allein. Bei Bleiziffer auf dem Flur stand mein Vater, nur mit einem Badetuch bekleidet, und drückte eilig eine Zigarette in einen Juckertopf aus. Ich fragte mich wirklich, warum Papa hier duschte. Und Papa dachte sich wohl, dass ich mich das frage. Er zog Luft durch die Zähne ein, hielt sich den Arm und sagte, er habe sich da ganz blöd den Kaffee über die Hand geschüttet, sei ganz voll davon gewesen und habe das abwaschen müssen. Seine Sachen mussten eingeweicht werden und flogen wieder auf. Dann waren in einem eigenartigen, langsamen Tonfall, den ich zum allerersten Mal hörte, die Worte im Raum. Du duschst bei Gertrud, oder? Mama sagte ziemlich leise, gehst du bitte Zähne putzen, Conny? Ich wusste nicht, was los war. Die Hölle war los. Mama schrie in der Küche, ich weiß nicht was. Ich lag in meinem Zimmer und versuchte einzuschlafen. Ich erschien in der Küche und sagte, sie sollten aufhören. Fast hätte mich eine fliegende Tomate erwischt. Ich weiß nicht, ob sie mich bemerkten. Ich lag oben weiter wach. Da mich Mama in den Morgenstunden weckte, musste ich eingeschlafen sein. Die Sonne ging dann im Rückspiegel des Granada auf. An einer Autobahntankstelle bekam ich einen Siku-Betonmischer mit drehbarer Trommel, ohne mir je einen gewünscht, ohne an der Tankstelle auch nur auf einen gedeutet zu haben. In Saarbrücken stellte uns Tante Elsa, Mamas engste Vertraute, mittags eine Erbsensuppe hin, die Gorchowka hieß, weil die Tante in ihrer Jugend anderswo gelebt hatte. Und wenn sie mit sich selbst sprach, kam dieser eigenartige Singsang aus ihr heraus. Tante Elsa nannte es Wasser. Schwierig, denn man merkt es dann auch zu spät, dass auf
Menschen verletzt werden. Ich selber hatte damals eine Elefantenhaut. Ich habe alles dankbar aufgesucht, jeden auch noch so fundamentalen Hinweis auf den Kontext umzugestalten. Aber nicht jeder ist bereit, sogar eine nachhaltige Wirkung weit über die Grenzen dieser Stadt, der preisgekrönten Stadt der Nachhaltigkeit, hinaus.